und herzlich willkommen zu Vorzocker, eurer neuen Lieblings-Videospielsendung. Bei uns geht es ab sofort Woche für Woche nur ums Thema Gaming. Bei uns wird gezockt, was in den Laufwerkschacht bzw. auf den Tisch kommt. Ja. Ich bin glücklich. Ich bin auch glücklich. Woche für Woche, wie gesagt, neue Spiele. Natürlich nicht nur Videospiele für die Konsolen, sondern auch PC-Spiele, Browser-Games. Wir werden für euch Entwickler-Interviews führen. Wir werden auf alle wichtigen Events weltweit fahren. Alles. Und ja. Eigentlich alles, was es an Neuigkeiten zu berichten gibt aus der Welt der Spiele, euch servieren. Heute sind das vor allem die Spiele, die 2012 erscheinen, denn wir befinden uns am Anfang eines brandneuen Spielejahres und das ist die ideale Gelegenheit, bei so einer ersten Sendung direkt mal zu gucken, was die Zukunft so bringt. Eine erste Sendung bietet sich aber auch immer an, um euch quasi noch näher an uns zu binden und deswegen rufen wir euch auf. Folgt uns bei Facebook, dann könnt ihr auch was gewinnen. Genau, wie ihr seht, haben wir schon ein paar Spiele auf dem Tisch. Das sind jetzt natürlich keine Spiele, die 2012 erscheinen, auch wenn das heute unser Thema ist. Die können wir ja auch nicht auf dem Tisch haben und verlosen. Ne? Das ist es, aber es sind definitiv ein paar Highlights, die noch gar nicht so alt sind und die wir noch aus dem Jahr 2011 herübergerettet haben. Zum Beispiel The Legend of Zelda Skyward Sword. Das ja also dabei, wirklich... Ja. Richtig, eine Punktlandung war von Nintendo, das hat die Serie definitiv würdig weitergeführt. Außerdem Assassin's Creed Revelations haben wir zu verlosen, Disc Gear 4 und noch ein Tekken-Spiel für die PlayStation 3. Das Ganze könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach bei uns auf Facebook auf Like oder Gefällt mir klickt. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, einen Kommentar zu hinterlassen. Dazu seid ihr herzlichst sogar eingeladen, es lohnt sich in diesem Fall eben auch. Und damit würde ich sagen, kommen wir langsam mal zur Quintessenz der Sendung, nämlich soll ja nicht nur um Reden gehen, sondern auch um Games. Und wie du es schon so schön gesagt hast, 2012 wird ein extrem spannendes Jahr. Und was die genauen Release-Dates angeht, also wann was kommt, das ist meistens noch nicht so ganz genau. Wir haben mal die Release-Kalender so ein bisschen durchforstet und geschaut, was kommt und haben mal gesehen, okay, im ersten Halbjahr, da sind schon einige spannende Titel dabei. Mhm. Und welche genau das sind, das erfahrt ihr jetzt. Konami will's noch einmal wissen. Nachdem die letzten Folgen der einst gefeierten Schauersaga Silent Hill nur mäßig schaurig ausfielen, soll Downpour die Horrorfans am 23. Februar wieder versöhnen. Mit einem überarbeiteten Kampfsystem, 3D-Unterstützung und einem stimmigen Soundtrack aus der Feder von Dexter-Komponist Daniel Licht wollen die Tschechen die Silent Hill-Reihe wieder zu alter Stärke führen. Ob's klappen wird, da sind wir aktuell noch ein bisschen skeptisch. Wenn's um durchgeknallte Spielkonzepte und abgedrehte Helden geht, ist Japan nach wie vor die erste Adresse. Und Asuras Wrath setzt dem Nippon-Wahnsinn die Krone auf. Die verworrene Story um den namensgebenden Grummelgott, der sich gegen seine göttlichen Kollegen auflehnt, klingt zwar ein wenig nach God of War, ist aber lange nicht so brutal und humorlos inszeniert. Im Gegenteil, hier regieren kreatives Chaos, geballte Prügel-Action und jede Menge Spaß. Unser Fernost-Geheimtipp für den Februar. Das wohl beliebteste Räuber- und Gendarmspiel Counter-Strike erhält ein Update. Während moderne Online-Ballereien Marke Modern Warfare oder Battlefield mit Erfahrungspunkten, Ranglisten und allerlei Fahrzeugen aufwarten, verzichtet Counter-Strike Global Offensive auf derlei Schnickschnack und besinnt sich auf klassisches Team-gegen-Team-Gameplay. Ob das unkaputtbare PC-Prinzip auch auf den Konsolen das Zeug zum Evergreen hat, wird sich allerdings noch zeigen. Darauf haben die Fans lange gewartet. Fast 15 Jahre nach Syndicate Wars erhält Bullfrogs Endzeit-Klassiker am 23. Februar eine waschechte Fortsetzung. Entwickler Starbreeze tauscht ISO-Perspektive gegen Ego-Ansicht und setzt stärker auf Action-Einschlag. Besonders cool, im düsteren Zukunftskrieg der Megakonzerne dürfen bis zu 4 Zocker kooperativ um die Vorherrschaft kämpfen. Adieu, Commander Shepard. Im März schließt BioWare die hochgelobte Science-Fiction-Trilogie Mass Effect ab. Das große Finale im Kampf der zivilisierten Völker gegen die ruchlosen Reaper verspricht ein Action-RPG-Feuerwerk erster Kajüte. Interessanterweise stehen dabei auch kooperative Einsätze auf dem Programm. Maximal 4 Mitglieder tun sich als Team zusammen, um abseits der Solo-Kampagne in Spezialmissionen den intergalaktischen Frieden zu wahren. Here I was again, with all hell breaking loose around another girl I had been trying to protect. This was a hell of a hangover. 8 Jahre sind vergangen, seit Max Payne das letzte Mal die Bildschirme unsicher gemacht hat. Passenderweise setzt die Geschichte um den gebrochenen Ex-Ordnungshüter ebenfalls 8 Jahre später wieder ein. Statt in New York ballert sich der Bullet-Time-Pionier nun im sonnigen Sao Paulo als Angestellter einer Sicherheitsfirma durch Horden von Halunken.
Cineastische Inszenierung, lässige Zeitlupenschießereien und eine famose Grafik versprechen in Max Payne 3 Nonstop Action vom Feinsten. Nach der 3DS-exklusiven Revelations-Episode beißen Capcoms unverwüstliche Resident Evil-Zombies am 23. März auch wieder auf den großen Konsolen. Diesmal erwartet euch jedoch kein Schockabenteuer für Solisten, sondern eine kooperative Metzelerfahrung, die sich eher an Left 4 Dead und Gears of War 3 orientiert. Ob der gemeinschaftliche Söldnerausflug mit genannten Vorbildern mithalten kann, wird sich noch zeigen müssen. Besser als die drögen Outbreak-Episoden auf PS2 dürfte Operation Raccoon City aber allemal werden. Diablo 3, der heilige Gral der PC-Gemeinde, nähert sich der Fertigstellung. Schätzungsweise Ende März soll die Kerker-Expedition endlich an den Start gehen. Sammelfreudige Fantasy-Fans freuen sich auf 5 Charakterklassen, zufallsgenerierte Dungeons mit geskripteten Elementen sowie jede Menge Schätze und Monster. Audiovisuell zeitgemäß angepasst dürfte die klassische Diablo-Suchtformel auch im Jahr 2012 voll aufgehen. Ein Trailer reicht und schon rastet die versammelte Fanschar aus. Als Rockstar im November mit einem knapp 1,5 Minuten langen Video offiziell die Entwicklung von Grand Theft Auto 5 ankündigte, war die Begeisterung groß. Im 5. Teil geht's zurück nach San Andreas, der virtuellen Version von Los Angeles. Darüber hinaus sind harte Fakten zu Story und Gameplay bislang rar gesät. Aber wie gesagt, wenn Rockstar draufsteht, dann reicht ein kurzer Trailer eben voll aus, um uns Möchtegern-Gangster zu flashen. Soweit also unser Überblick über die interessantesten Spiele, die im ersten halben Jahr erscheinen. Wobei man natürlich auch ein bisschen sagen muss, speziell bei Diablo 3 und bei GTA, da ist es noch nicht ganz klar, aber... Gerade bei GTA 4, da war es ja auch so, das kam, glaube ich, auch im April raus, damals. Deswegen kann man sich vorstellen, dass die so ein bisschen antizyklisch wirklich das Weihnachtsgeschäft auslassen. Das ergibt ja Sinn, das Ding verkauft sich zu jeder Jahreszeit. Es ist ein Gepoker. Und sei es, dass kurzfristig nochmal die Veröffentlichung verschoben wird, das kennen wir ja auch. Aber das ist, so ist die Branche. Mal so. Wo wir gerade beim Stichwort kurzfristig sind. Kurzfristig erscheint ja auch die PS Vita bei uns. Ja. Und ein absolutes Highlight-Thema darauf ist sicherlich Uncharted Golden Abyss. Ja, ich denke, wenn man sich eine PS Vita kauft, dann vor allem deswegen, weil Nathan Drake ein weiteres Abenteuer bestreiten möchte. Golden Abyss, worum geht's? Du hast es dir schon angeschaut? Ja, also das Übliche. Er turnt mit seinen Freunden durch den Dschungel, durch alle möglichen Szenarien und jagt wieder irgendwelchen Mysterien der Weltgeschichte hinterher, die so halb fiktiv, halb der Wahrheit entsprechen. Aber das Tolle daran ist natürlich, dass es wirklich mal zeigt, was die PlayStation Vita für Power hat. Ja. Also das Ding sieht einfach absolut phänomenal aus, hat Touchscreen-Elemente etc. pp. Also das ist schon auf jeden Fall so ein Ding, das hat System-Seller-Potenzial. Schauen wir mal, wir werden ja auch in der nächsten Ausgabe unserer kleinen Sendung etwas mehr ins Detail noch gehen. Genau, ein weiteres Abenteuer, wo man sagen kann, das ist ja eigentlich die Vorlage für Nathan Drake. Also Nathan Drake ist quasi die maskuline Umsetzung von Lara Croft, ist das neue Tomb Raider. Und das ist, glaube ich, das Spiel, wo ich mich ganz persönlich am allermeisten drauf freue. Es wird wohl im Herbst ungefähr erscheinen, wenn die da so das einhalten, was sie versprochen haben. Auf der E3 letztes Jahr konnte man erste Bilder vom neuen Tomb Raider sehen, was auch bisher einfach nur Tomb Raider heißt. Das hat noch keinen Untertitel oder Zusatztitel. Und ich glaube, die neue Lara Croft, die ist eine, die die Welt erobern könnte. Das Potenzial ist da. Auf der E3 auf jeden Fall hat es wirklich, kann man so sagen, es war eine phänomenale Wiedergeburt. Es gab so ein Demo-Level, der unfassbar spektakulär aussah, der eine junge Lara Croft zeigt, die ganz anders jung ist, viel reifer jung, als sie ja schon mal war. Es gab ja schon mal diese Kinderabenteuer, sage ich jetzt mal. Für mich muss das Ganze natürlich erstmal beweisen, dass es auch wirklich das Potenzial hat, ein vollwertiges Spiel zu werden. Weil es, wie gesagt, es sah toll aus, es war aber ganz, ganz viel gescriptet, weil die klassischen Lara Croft-Elemente sind nun mal wirklich anspruchsvolle Knobeleien, extrem anspruchsvoll. Ein Wechsel sein. Also die haben zwei verschiedene Levelsysteme, beides davon konnte man sich schon anschauen. Aber naja, wir sind gespannt. Aber es kann kein Lightgaming werden, liebe Entwickler. Ich möchte ein richtiges Tomb Raider haben, was alles vereint. Wir werden euch natürlich hier bei Vorzocker auf dem Laufenden halten. Ein drittes großes Abenteuer, was wir eben im Überblick noch nicht gesehen haben, ist The Last Guardian. Und auch da stellt sich die Frage, ja, wann kommt es denn nun? Eigentlich hätte es schon, ich glaube, letztes Jahr erscheinen sollen, von der ursprünglichen Ankündigung her. Es ist ein Spiel vom Team Ico. Das sind die, die sowohl Ico als auch Shadow of the Colossus gemacht haben und damit zwar nicht unbedingt die großen Verkaufszahlen erreicht haben, aber was die Kritiken angeht, glaube ich, ziemlich alles gerockt haben. Deswegen ist die Welt wirklich gespannt, was The Last Guardian wohl bringt. Vor allem, wie es denn wird, weil Fumito Ueda, einer der Hauptentwickler des Spiels, der hat angekündigt, dass er das Team quasi verlässt oder schon verlassen hat. Ja, aber der ist jetzt noch Freelancer. Für das Spiel ist er quasi noch da, also sprich, bis das Spiel dann wirklich final und am Ende ist. Ja. Dann Willst du die Deko eigentlich abreißen oder was hast du vor? Die ist gerade neu. Gerade neu. Ja, entschuldige mal, das schmiegt sich halt so schön an den Rücken.
Schöne Teppichvorhang. Wie kriege ich jetzt die Überleitung von anschmiegen zu den nächsten? Ist egal. Anbietern einfach an, ja, die Releases des zweiten Halbjahres. Ja, genau. Ihr seid natürlich noch längst nicht voll versorgt mit allem, was das Spielejahr so bringt. Deswegen jetzt hier Teil 2 unserer Vorschau für die Spiele 2012. Das Meer ist nicht genug. Aus den Tiefen der See erhebt sich Bioshock Infinite in himmlische Sphären. Schauplatz des Ego-Abenteuers ist die Wolkenmetropole Columbia, in der nach Jahren des Wohlstands nun Tod und Wahnsinn regieren. Irrational Games entwirft erneut ein visuell einzigartiges Setting, gespickt mit allerlei Freaks, abwechslungsreichen Kämpfen und sanftem Rollenspieleinschlag. Das Schönste daran, eine Art fliegenden Big Daddy haben wir auch schon gesichtet. Gemeinsam stark. Für Devil May Cry, das große Comeback des coolsten Dämonenjägers der Gaming-Geschichte, hat sich Capcom mit dem englischen Entwickler Ninja Theory zusammengetan. Die haben zuletzt mit Enslaved ein Händchen für durchgestylte Edel-Action bewiesen und auch der Trip in Dantes Jugendzeit wirkt bereits äußerst vielversprechend. Gewohnt filigran metzelt sich der nun schwarzhaarige Teenie mit neuem Look durch die höllischen Horden. Das wird ein Spaß. Lights out. Während sich Solid Snake noch in aller Ruhe auf seinen nächsten Stealth-Einsatz vorbereitet, steht Kollege Raidens Exklusiveinsatz kurz bevor. Und was wir bislang von Metal Gear Rising Revengeance gesehen haben, wirft besonders eine Frage auf. Kommt das gnadenlose Geschnetzel überhaupt nach Deutschland? Klar, so hundertprozentig bierernst wird das Ganze vielleicht nicht. Dafür werden die Bayonetta-Entwickler Platinum Games schon sorgen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was Revengeance außer fliegender Körperteile noch zu bieten haben wird. Kaum hat Sonys Exklusivstudio Naughty Dog mit Uncharted 3 die Grafikmesslatte mal wieder etwas höher gelegt, da kündigen die talentierten Amis auch schon ihren nächsten Streich an. The Last of Us entführt PS3-Besitzer Ende des Jahres in eine postapokalyptische Welt, in der ein Virus die Menschheit größtenteils in emotionslose Zombies verwandelt hat. Hier kämpfen Joel und die 14-jährige Ellie ums Überleben. Bei The Last of Us soll es allerdings weniger um blutige Baller-Action als vielmehr um Survival-Abenteuer und zwischenmenschliche Emotionen gehen. So oder so, der Name Naughty Dog lässt auf Großes hoffen. He tells me how these streets were crowded with people just going about their lives. Must have been nice. So erfrischend anders der Trip in die afrikanische Steppe visuell auch gewesen sein mag, in Sachen Verkaufszahlen blieb Far Cry 2 hinter den Erwartungen zurück. Grund genug für Ubisoft, die Reiseroute für den nächsten Teil wieder Richtung Südsee zu korrigieren. Was genau Spielheld Jason Brody auf das sattgrüne Inselidyll verschlagen hat, wissen wir zwar noch nicht. Klar ist aber bereits jetzt, dass psychopathische Räuberbanden, jede Menge Wummen und weitläufige Areale erneut beinharte und spielerisch flexible Ego-Kost versprechen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Nachdem beide Kane & Lynch-Episoden nicht wirklich überzeugen konnten, wenden sich die Dänen IO Interactive wieder ihrer Kernkompetenz zu, dem gnadenlosen Wirken von Auftragskiller Agent 47. Der Strichcode-Schleicher geht in Hitman Absolution allerdings nicht mehr ganz so heimlich vor. Ein neues Deckungssystem, mehr Ballereinlagen und wuchtige Prügeleien mit allerlei Level-Inventar könnten Serienveteranen folglich sauer aufstoßen. Ein Glück, dass die Macher weiterhin multiple Lösungswege ganz nach Meuchelgeschmack versprechen. Die Serienerfinder Sucker Punch haben mit der Infamous-Saga derzeit genug zu tun. Folglich kümmern sich Sunsoro Games um den nächsten Auftritt des langfingerigen Waschbären Sly Raccoon. Die kalifornischen Kollegen haben bereits Erfahrung mit dem maskierten Meisterdieb. Schließlich setzten sie schon die erste Sly-Trilogie gekonnt für die PlayStation 3 um. Freuen wir uns also mit Thieves in Time auf ein hoffentlich gelungenes Comeback des Leisetreters und darüber, dass das auf der PlayStation 3 doch arg vernachlässigte Jump'n'Run-Genre wieder Nachschub erhält. Zum letzten Spiel, was wir euch gerade gezeigt haben, haben wir übrigens gerade eine kleine Wette laufen, denn ich sage, der offizielle Titel ist Sly Cooper und er sagt, nein, in Deutschland wird es bestimmt Sly Raccoon heißen. Weil es in der Vergangenheit immer Sly Raccoon hieß, deswegen gibt es für mich überhaupt keinen Sinn, jetzt nach 3 Episoden und so weiter und so fort zu sagen, jetzt müssen wir auf den amerikanischen Titel eingehen. Ich glaube, ja, warum? Ich habe das sowieso noch nie verstanden, weil wenn, dann müsste man Sly Waschbär sagen oder so, aber was hilft denn das eine englische Wort zu einem anderen englischen Wort? Wahrscheinlich, weil Raccoon City schon mal so Gaming-Assoziation. Ja,
weiß, hat ja total viel damit zu tun. Es ist doch am Ende des Tages auch egal. Hauptsache es wird ein tolles Jump and Run, nicht wahr? Salomon hat gesprochen. Ja, Spekulationen sind ja sowieso unser Fachgebiet, wenn es vor allem darum geht, herauszufinden, was das Spiel ja so bringt. Man weiß natürlich, dass Nintendo eine neue Konsole in petto hat. Sie wird Wii U heißen. Wann sie erscheint? Juni? Da wird so ein bisschen rumspekuliert, genau, weil es gibt einige Publisher, die quasi ihre Spiele schon angekündigt haben und die dann als Release-Datum den Sommer, sagen wir mal, genannt haben und sagten, ja, das wird ein Launch-Titel. Sprich, man kann den Rückschluss schließen, dass zum Launch also wenn das Spiel im Laden liegt, dann sollte auch die Konsole erhältlich sein, hoffe ich doch. Um es einfach zu formulieren. Wer jetzt überhaupt nicht weiß, Wii U, neue Konsole, was soll denn das sein? Ein kurzes Update. Also Nintendo hat eine neue Konsole vorgestellt. Diese neue Konsole besteht aber eigentlich eher aus einem Tablet, also einer Art Mini-iPad-Abklatsch, keine Ahnung, was sich mit der Konsole verbinden lässt, was auch ein Display hat, das ist 6,2 Zoll groß, wo man Spiele von streamen kann. Also man kann auf dem Bildschirm spielen, man kann auf dem Ding spielen, man kann separat oder zusammen spielen. Aber so ganz genau legt Nintendo sich da auch nicht fest. Also die Ankündigung vor einem guten Dreivierteljahr hat vor allem dazu gedient, mal irgendwie das Publikum so ein bisschen anzufixen und dann die Reaktionen abzuholen. Und die waren eigentlich durchweg positiv. Da würde ich jetzt nicht ganz bei dir sein, weil durchweg positiv trifft es nicht. Also viele haben sich da mehr erwartet, vor allem weil Nintendo eben zu wenig gezeigt hat. Also ja, das Tablet stimmt. Wurde eben gezeigt und was man damit machen kann. Und da war doch der erste Gedanke, Moment, wird das jetzt ein iPad? Was hat das mit der Konsole zu tun? Nintendo selber hat auch nach der Messe eingestanden, dass man ein bisschen mehr hätte auf die Technik, auf die Konsole eingehen sollen, um dem Core-Gamer das Gefühl zu geben, jawohl, es ist eine richtig ausgewachsene Konsole. Und kein High-End-Spielzeug für Casual-Gamer oder für irgendwelche Yuppies. Mhm. Aber Nintendo hat schon angekündigt, dass sie auf der nächsten E3, die jetzt im Frühsommer eben stattfindet, definitiv mit den finalen Spezifikationen, mit der finalen Konsole dann hinterm Ofen hervorkommen muss. Wird ja auch Zeit, wenn das dann im Sommer wird kommen auch Zeit. Soll. Ne? Aber sie haben es natürlich insofern clever gemacht. Sie waren erstmal im Fokus der Öffentlichkeit damit, haben jetzt eben ein Dreivierteljahr gehabt, um zu gucken, das kam ganz gut an, das Feature, das vielleicht nicht. Wir können noch Sachen upgraden. Es kommen immer mal viele... wie soll man sagen, Theorien oder Vermutungen, wie zum Beispiel, dass das Ganze auch als E-Reader voll funktionstüchtig sein soll. Dann gibt es Leute, die sagen, oh, die Reichweite des Senders sei so klein, also zwischen dem Tablet und der Konsole. Das ist aber alles, da wird orakelt und im Trüben gefischt. Das wissen wir halt alles nicht, weil das Ding hat noch keiner zu Hause stehen. Die finalen Spezifikationen sind noch nicht raus und deswegen kann man da lang und weise drüber spekulieren. Natürlich, spekulieren macht ja auch Spaß. Es ist zum Beispiel auch noch nicht ganz klar, ob die Wii U jetzt nur mit einem Tablet rankommt oder ob es doch möglich sein wird, zwei Controller anzuschließen. Denn das war auch ein großer Kritikpunkt von den Leuten, die gesagt haben, was bringt mir das, wenn ich zu mehreren spielen will und drei Leute müssen immer noch den klassischen Wii-Controller nehmen und nur einer darf das tolle Tablet haben. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also das glaube ich einfach nicht, dass das da Ende wäre. Aber wie gesagt, wir können spekulieren, aber warten wir einfach mal ab, bis Nintendo die Katze aus dem Sack lässt. Die sind schon schlau genug, glaube ich, auch gerade nach dem Wii-Casual-Einschlag jetzt zu sagen, wir müssen alle ansprechen. Das Ding muss zeitgemäß sein, das muss technisch toll sein, das muss alle Möglichkeiten haben und es muss tolle Spiele bieten. Ja. Also ich glaube, die werden schon... Ich bin gespannt. Ich bin guter Dinge. Jetzt haben wir viel über das Gerät selber geredet, aber es gibt natürlich auch schon einige Spiele, die für die Wii U angekündigt sind, beziehungsweise einige Spielehersteller haben gesagt, wir haben da ein bisschen was in der Pipeline, auch wenn wir uns noch nicht ganz festlegen wollen. Was das genau ist und was zum Beispiel auch für den Nintendo 3DS dieses Jahr kommt, das seht ihr jetzt. Was das Jahr 2012 für Nintendo-Fans bringt, ist noch weitgehend unbekannt. Denn bisher wissen wir weder, wann die Wii U erhältlich sein wird, noch welche Spiele es zum Verkaufsstart geben wird. Und nur wenige Publisher haben schon konkrete Titel für die neue Konsole angekündigt. Darunter THQ, die offensichtlich die zuletzt stark vernachlässigten Core-Gamer bedienen wollen. So wird der apokalyptische Reiter namens Tod in Darksiders 2 nicht nur auf Xbox 360, PS3 und PC, sondern auch auf der Wii U die Sense schwingen. Dass das düstere Action-Adventure für den Juni angekündigt ist, könnte auf ein mögliches Release-Datum der Konsole hindeuten. Mehr zu Darksiders 2 erfahrt ihr übrigens demnächst bei uns, also seid gespannt. Und auch ein Ego-Shooter hat THQ im Programm. Als Nachfolger zum Metro 2033 wird der Multiplattformer Metro Last Light ebenfalls für die Wii U erscheinen und euch in den Moskauer Untergrund schicken. Was darüber hinaus in Aussicht gestellt ist, sind vor allem neue Teile großer Spieleserien, aber kaum Exklusivtitel. Zum Beispiel Dirt von Codemasters, Alien Colonial Marines von Sega, Ghost Recon Online von Ubisoft, ein Tekken-Game von Namco Bandai und die Samurai-Schnetzelei Ninja Gaiden 3 von Tecmo Koei. Wer auf Japano-Rollenspiele steht, kann sich darüber hinaus auf Dragon Quest X freuen, das irgendwann im Laufe des Jahres erscheinen soll.
Square Enix Kultserie kommt in diesem Teil als Online-Game daher, in dessen Welt sowohl Wii als auch Wii U-Spieler gemeinsam unterwegs sind, wobei auf der Wii U die Grafik um einiges besser aussehen wird. Dass das MMO mit einer monatlichen Abo-Gebühr verbunden sein wird, dürfte aber für Dragon Quest-Fans eine gewöhnungsbedürftige Neuerung sein. Tja, und was kommt von Nintendo selbst? So richtig angekündigt ist eigentlich noch nichts, doch immerhin hat Shigeru Miyamoto bestätigt, dass man an Pikmin 3 arbeitet und der fröhlichen Wuselei mit den winzigen Manneken und Captain Olimar endlich einen neuen Teil bescheren will. Das wird aber auch wirklich Zeit, denn seit der Veröffentlichung von Pikmin 2 auf dem GameCube sind inzwischen 10 Jahre vergangen. Und auch die Nintendo-eigene Prügelreihe Super Smash Bros. Soll sowohl auf der Wii U als auch auf dem Nintendo 3DS fortgesetzt werden. Allerdings wird mit der Entwicklung erst begonnen, wenn die Arbeiten an Kid Icarus Uprising abgeschlossen sind. Auf dieses 3DS-Spiel können wir uns schon im März freuen und hier liegt das letzte Game des kleinen Engels Pit sogar schon 20 Jahre zurück. Das Actionspiel soll übrigens nicht nur rasante Kämpfe gegen Medusa, sondern auch Multiplayer-Matches für bis zu 6 Spieler bieten. Ebenfalls für den Nintendo 3DS angekündigt ist Luigi's Mansion 2, das endlich mal wieder den schlaksigen Bruder von Mario in den Mittelpunkt stellt. Wann genau wir mit Luigi auf Geisterjagd gehen können, hat Nintendo bisher zwar nicht verraten, es soll aber noch dieses Jahr soweit sein. Kurz, was Nintendo im Jahr 2012 angeht, ist vieles noch ungewiss. So richtig die Katze aus dem Sack lassen wollen die Japaner wohl erst, wenn sie anfangen, die Werbetrommel für die Wii U zu rühren. Es bleibt also spannend. Soweit unser kleiner Software-Überblick über das Jahr 2012. Und zu Recht sagt ihr natürlich jetzt, verdammt nochmal, da fehlt doch die PlayStation Vita. Da habt ihr gar nichts zugesagt. Das hat einen triftigen Grund, denn in der nächsten Ausgabe werden wir etwas detaillierter auf die neue Sony Handheld-Konsole eingehen. Herr Gebel war mal wieder auf Reisen und wird euch das Gerät ganz exklusiv vorstellen. Außerdem haben wir nächste Woche auch noch ein ganz, ganz großes Gewinnspiel. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wir werden unsere erste Challenge austragen. Oh ja, das wird spannend. Ja. Ich weiß auch schon, wer gewinnt. Ich bin auch schon fleißig am Üben. Und es bleibt auf jeden Fall spannend hier bei Vorzocker und natürlich haben wir noch einmal den Aufruf an euch, uns bei Facebook zu adden. Denn wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was zu verlosen. Wir werden auch in den nächsten Folgen, glaube ich, immer mal wieder was rausfeuern für alle, die uns bei Facebook liken. Ein einfaches Gefällt mir genügt uns im Moment noch, aber wir werden den Anspruch demnächst steigern. Also im Moment gibt es noch quasi die einfache Gewinnspielversion für euch. Gefällt mir ist natürlich auch, was die Preise angeht, die Tatsache, dass die uns zur Verfügung gestellt wurden von Mike, von Acme, unserem treuen Online-Shop-Provider, der uns immer mit spannenden Themen, vor allem die auch gerne mal eben nicht in Europa erscheinen oder noch nicht erschienen sind, versorgt. Ja, deswegen sind das übrigens auch die PEGI-Versionen. Da bekommt ihr zum Teil andere Inhalte. Also bei Zelda zum Beispiel ist noch der Soundtrack dabei. Das sind schon ein paar Sondereditionen, die wir hier stehen haben. Ja, also es ist nur ein Klick seid ihr vom Glück entfernt. Genau, Facebook. So. Und in diesem Sinne schließen wir auch die Akte von Vorzocker 02 im Januar und kommen zum Ende. In der nächsten Woche gibt es natürlich dann eben die brandneue Folge. In der Zwischenzeit schön auf Facebook gehen und viel Spaß beim Zocken. Das war die erste Folge Vorzocker. Yeah! Juhu! Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Videospielsendung mit mir, Vio und Colin, mein Co-Moderator. Das war scheiße. Wir müssen uns nicht vorstellen, oder? Macht man das in der ersten Sendung? Nee. Also, ihr interessiert euch für Gaming. Alter! Gaming. Heißt das jetzt, ich gucke in die Klaus oder heißt, wir sind gleich vorbei? Ich glaube, Handheben heißt immer Klaus, ne? Alter! Ja? Ey, du hast 5 Finger und du kannst nur ein Handzeichen damit machen. We'll be right back.